Trader. Mit uns hast du gute Karten. Fahrkarten bereithalten, es geht los. Wir steigen ein. Der Pain Train macht sich unterwegs für das dritte Match des heutigen Quarantäne-Streams. Der Passagier Isam möchte ein bisschen durch die Gegend tuckern mit seinem Dreitron und hofft, dass er nicht so sehr von meinen Zügen überrollt wird. Von daher viel Spaß mit dem dritten Match des heutigen Quarantäne-Streams. Wir legen los und dann, ja, wegen frei für Runde 3, wa? Jawohl. Ich bin echt gespannt. Ja, ich nehme mal den Erdewürfel, weil ich hauptsächlich Erdemonster auch spiele. Okay, dann nehme ich... Ich glaube, Licht ist wahrscheinlich mit das Empfehlenswerteste für dein Deck, ne? Eine 3. Auch eine 3. Hm. Eine 1. Mhm. Eine 6. Uiuiuiui. Wer soll denn anfangen? Ich fange mal an. Alles klar, na dann auf ein gutes Match, ne? Jawohl. Wir hatten schon. Ne, wir hatten noch nicht abgehoben, ne? Ja, jetzt machen wir es einfach nochmal eben. Uiuiuiui. Ich bin echt gespannt, ne? Ja, dann mal ein gutes Match. Ja. Dürfte interessant werden. Ei. Begeisterung sieht anders aus. Ich spiele. Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Das ist echt nicht so schön. Erstmal Wahrsagerin des Herolds. Ja. Falls diese Karte normal oder spezial beschworen wird, du kannst ein Fee-Monster von deinem Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen und falls du dies tust, erhöhe die Stufe dieser Karte bis zum Ende des Spielzugs um die Stufe des Monsters. Mhm. Und ich schmeiße ab den Herold des Bogenlichts und kann mir durch seinen Effekt, weil er auf den Friedhof gelegt wurde, eine Zauberfalle oder ein... Eine Ritualzauber oder Ritualmonster vom Deck suchen. Genau, wollte ich so sagen. Mhm. Ritualzauber oder Ritualmonster. Okay. Ich hole mir damit die... Wo ist sie? Die Benten. Hast du sie jetzt auf 4 oder um 4 erhöht? Um 4 erhöht. Okay. Oder für dich auf Stufe 6. Genau, so. Ja, das macht für mich mehr Sinn, so weißt du. Dann spiele ich den Effekt von Dreitron Zeta, indem ich einen... Den brauche ich, glaube ich, nicht. Dreitron Beta abwerfe und den Spezial beschwöre. Dadurch kann ich mir... Zusätzlich eine Ritualzauberkarte Von meinem Deck auf meine Hand holen. Und das ist Dreitron. Wo bist du? Meteoron ist Dreitron. Mhm. Dann aktiviere ich Meteones Dreitron, um mir mit der dann Benten zu holen. Mhm. Da habe ich eine Frage. Ja. Warum geht das? Also das habe ich jetzt bei vielen gesehen. Also Meteones Dreitron sagt er, ich führe eine Ritualbeschwörung durch, aber geht nicht auf die Stufe der Monster, sondern auf die Angriffspunkte. Das heißt, das Ritualmonster, das man beschwören möchte, muss dann weniger oder gleich viele Angriffspunkte wie das Maschinenmonster, was du als Tribut anbietest, halt besitzen. Und da Dreitron Zeta Aldiba 2000 Angriffspunkte hat und Benten nur 1800 Punkte, funktioniert das. Jawohl. Dann mache ich eine Xyz. Und zwar mit Benten und der Wahrsagerin des Herolds, die sich ja auf Stufe 6 befunden hat. Und hole mir Beatrice, die ewige Dame. Okay, interessant. Die hat den Effekt, dass... Ach, Entschuldigung. Oh, alles gut. Den Quick-Effekt, also den Schnelleffekt, dass sie einmal pro Spielzug ein Material von dieser Karte abhängen kann. Lege eine Karte von deinem Deck auf den Friedhof. Mhm. Ich lege Benten ab. Dann kommt erst ihr Effekt und dann Benten, ne? Benten ist Effekt kommt gar nicht, weil sie nicht als Tribut angeboten wurde. Damit du den Sucheffekt von Benten nutzen kannst, muss sie als Tribut angeboten werden. Da hast du recht.
Okay, dann kann ich eine Karte auf den Friedhof legen. Mhm. Und das ist... Welche war das? War das die... Eva? Ich überlege gerade. Habt Nachsicht mit mir, ich spiele das seit einer bzw. zwei Wochen. Mm. Schickst Eva auf den Friedhof und dann kannst du bis zu zwei andere Lichtfee-Monster vom Friedhof verbannen, um dann zwei Lichtfee-Monster der Stufe 2 oder niedriger von deinem Deck hinzuzufügen mit unterschiedlichem Namen und außer Eva. Mhm. Mm. Ja, muss ich so machen. Mhm. Das, ich lasse das erstmal so, weil ich ja dann den Effekt aktiviere. Mhm. Ihn und Herold des Bogenlichts. Du musst zwei andere Licht... Andere Ach so, Licht. Zwei andere, stimmt. Ja. Dann Benten und sie. Mhm. So war das. Jetzt darfst du dir zwei Feen Stufe 2 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen suchen und es darf nicht Eva dabei sein. Mhm. Mhm. Jetzt macht mich nur eine Sache stutzig gerade. Und zwar, ob ich was falsch gespielt habe. Anscheinend. Aber ich muss erstmal beenden. Uff. Okay, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ach ja, da kommt doch Freude auf. Tschuk, tschuk. Dann fange ich doch mal an und aktiviere meinen Drehscheibenbahnhof. Die Karte hat zwei Effekte, aber relevant ist erstmal nur der erste Effekt, denn ich kann eine Karte von meiner Hand abwerfen und darf mir dann eine Stufe 10 Erde-Maschine-Monster von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Und den Effekt würde ich auch gerne aktivieren wollen und lege dafür meinen Super-Express-Schnellzug ab. Ja. Das ist ungar traumhaft. Dann suche ich mir meinen Nacht-Express-Ritter. Den darf ich ohne Tribut normal beschwören. Dafür werden aber seine Grundangriffspunkte zu 0 reduziert, wenn ich das tue. Und ich darf ihn nicht aus dem Deck beschwören. Okay. So. Dann rufe ich als Normalbeschwörung meinen Nachtexpress-Ritter. So. Und weil ich jetzt ein Erde-Maschine-Monster beschworen habe, aktiviert sich der Effekt von meinem Schwerlastzug Derrykran. Denn wenn ich ein Erde-Maschine-Monster beschwöre oder mehrere, dann darf ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Allerdings hat er nur halbe Angriffs- und Verteidigungspunktzahl. Außerdem, wenn er als Exis-Material abgehangen wird, um den Effekt des Monsters zu aktivieren, kann ich eine Karte bei dir wählen und sie einfach mal zerstören. Okay. So. Dann überlagere ich mal meine beiden Monster. Mhm. Habe ich jetzt ehrlich gesagt Angst vor dem blöden Herold des Orangenen Herold, den du noch nutzen kannst. Aber das ist okay. Da komme ich erstmal ganz gut mit klar. Ich kann natürlich auch erstmal andere Sachen machen, was natürlich auch viel witziger wäre, aber... Ach, warum eigentlich nicht? Ich beschwöre Superkanonenpanzerzug. Der Orangene Herold zerstört die Karte auch, die er annulliert. Na, dann. Mhm. Okay, gut. Dann bleibe ich... gar nicht großartig lange bei dem Kollegen und aktiviere seinen Effekt mal nicht, sondern gehe jetzt weg auf mein dickes, großes Bossmonster. Und das heißt, großer Zug der Reisewelt, höre den Ruf aus der Bahnhofswelt. Fahre aus dem Extradeck hervor, ich brauche dich schnell, bring mir den Sieg in diesem Duell. Überzieh die Gleise mit deinem Glühen und lass deinen heißen Dampf auf meinen Feind niedergehen. Erscheine in diesem Schattenspiel, mit dir zu siegen ist meine Ziel. Superkanonen-Panzerzug Juggernaut Liebe! Ah, deswegen. Tada! So. Der gute Juggernaut Liebe hat ein paar coole Effekte. Und zwar kann er für jedes Exis-Material, was dort unter sich liegen hat, einen zusätzlichen Angriff gegen Monster durchführen. Außerdem darf ich einmal pro Spielzug ein Exis-Material von ihm abhängen und dann bekommt er 2000 Angriffspunkte permanent obendrauf. Okay. Das so für dich zur Info. Da ich aber genau weiß, dass du diesen orangen Herold da noch auf den Flossen hältst. Möchtest du das nicht tun? Most likely no.
Deswegen werde ich jetzt einfach mal direkt in die Battle-Phase übergehen. Davor möchte ich den Effekt aktivieren. Ja. Und eine Karte auf den Friedhof schicken. Schicken, jawohl. Das ist... Jetzt muss ich überlegen. Das ist Gamma. Und dann bist du. Weiter dran, genau. Superkanon, Panzerzug, Juggernaut, Liebe. Angriff gegen Beatrice, die ewige Dame. Beatrice kriegt ganz viel Liebe ab. Ja, aber so richtig viel Liebe. Für 1500 Punkte Schaden komme ich dich besuchen. Aua. Dann gehe ich jetzt in die Main-Phase 2. Setze eine Karte verdeckt. So. Den Effekt von dem Kollegen kann ich nämlich nicht benutzen. Denn während der Endphase, wenn er auf den Friedhof gelegt wurde, dann darf ich meinen Maschinenmonster von meinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen, außer ihn selber. Aber da ich kein anderes drunter liegen habe, entfällt das jetzt gerade. Ja, dann bist du dran. Dann machen wir mal. Endlich. Okay, wie werden wir das Ding jetzt los? Am liebsten gar nicht. Das hat 4000. Ah ja, jetzt muss ich überlegen. Jetzt weiß ich, warum du... Weil die auch 4000 haben. Okay. Dann aktiviere ich den Effekt von Dreitron Alpha Tuban. Sagt man das Tuban eigentlich oder sagt man einfach nur Alpha? Nee, Tuban sagt man ruhig schon. Ja. Indem ich Zeter abwerfe und kann mir ein Ritualmonster auf meine Hand holen. Und hol mir den Herold der Endgültigkeit. Aktiviere dann von meinem Friedhof den Effekt von Dreitron Gamma, indem ich ihn als Tribut anbiete. Ja. Und kann mir dann eine weitere Dreitron-Karte von meinem Friedhof Special summonen. Das ist Beta. Macht dann eine Xyz. Ja. Indem ich mir die beiden überlagerst zu Mobeta Fafnir. Zum Beta Fafnir. Dann spiele ich Meteonis Dreitron. Und hänge ein Material davon. Das ist sein Effekt. Sprich, du kannst statt dann einen einzelnen zu benutzen, ein Material von Mobeta Fafnir, wenn ich jetzt ein Material brauchen würde. Ja, du kannst das Ritualmaterial quasi durch sein Exis-Material ersetzen. Ah, ich habe eine Sache vergessen bei dem. Ja, den Erdbeschwörungseffekt. Aha! Schade. Nein! Doch. Oh. Merke ich mir. Vergesse ich immer. Vor allem diese Dreitron-Karte wäre sehr wichtig gewesen. Ich hole mir auf jeden Fall den Herold der Endgültigkeit. Ja. Und dann... Ja, mir muss was einfallen. Kommt die auf den Friedhof. Kann ein Material auch als... Vom Friedhof dann, wenn ich den benutze, als Material benutzt werden? Also, oder müsste ich dann komplett Mubeta Fafnir opfern? Also, du kannst, wenn du die Ritualbeschwörung benutzt, entweder, also die Ritualzauberkarte benutzt, entweder halt ein Exis-Material benutzen oder halt... Aber nicht bei einem Effekt, okay, alles klar. Dann... Ey, ich kann echt nichts machen in diesem Zug, das ist so...
Scheibenkleister. Vielleicht klappt das noch. Klappt das? Ja, nein, vielleicht. Wahrsagerin des Herolds. Mhm. Ein weiterer Herold des Bogenlichts auf den Friedhof. Und ich kann mir ein Ritualzauber oder ein Ritualmonster von meinem Deck holen. Das wäre in diesem Fall. Wo ist sie? Meteones Draconiden. Dann muss ich jetzt irgendwie. Ne, ich kann nichts machen da in dem Zug. Ich muss erstmal beenden. Alles klar, dann ziehe ich mal. Ich hatte überlegt, aber ich kriege diese 4000, diese Liebe kriege ich nicht los. Das ist aber zu viel Liebe für dich, wa? Tja. Ja, mit so viel Liebe ist man gerne mal überfordert. Alles klar, dann gehe ich in die Battle-Phase. Mhm. Und da ich gerade effektiv 4 Monster angreifen darf, wird das richtig lustig. Superkanon, Panzerzug, Juggernaut, Liebe. Schenk mir deine Liebe dem Herold der Endgültigkeit mal als erstes. Puff. Der zweite Angriff, den bekommt dann der Mobeter Fafnehmer geschenkt. Puff. Das sind dann 2000 Schaden für dich. Ja, und dann habe ich ja noch meine Wahrsage des Herolds als Angriffsziel ausgeguckt. Attacke. Und 3500 Punkte Schaden. Aua. Ja, das ist mächtig viel Liebe, ne? Mächtig viel Liebe. So, Main Phase 2. Dann aktiviere ich mal den Effekt von meinem Drehscheibenbahnhof, trenne mich von einem weiteren Bahnhof und möchte mir gerne wieder ein Erdemaschine-Monster der Stufe 10 suchen. Mhm. Suchen wir uns den Schwerlastzug Derrykran. Jawohl. Ich musste gerade einfach an etwas denken. Kennst du dieses, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu lange her ist für dich, aber ASDF-Movie? Ja, kenne ich. Diese kurzen Clips. Ja, diese kurzen Strichmännchen. Und da gab es ja ein Strichmännchen, das da gesagt hat, so, ich mag Züge. Ja, genau. Ja, von dem werde ich gerade überfahren. Ich mag Züge. So, so, dann mache ich mal weiter. Main Phase 2. Mhm. Weil ich nur Erde-Maschine-Monster kontrolliere, darf ich den guten alten Super-Express-Schnellzug als Spezialbeschwörung beschwören. Autsch. So, und weil ich jetzt ein Erde-Maschine-Monster beschworen habe, darf ich noch meinen Schwerlastzug Derrykran als Spezialbeschwörung beschwören. Doppel-Autsch. Jetzt überlagere ich mal meine beiden Monster. Und hol noch einen Zug. Ja, aber diesmal hole ich meinen Superkanon-Panzerzug nur. Und der hat einen ganz tollen Effekt. Ja, Quick-Effekt, abheben und dann 2000. Oder? 2000 Punkte Schaden. Ja, und GG. Und den Effekt aktiviere ich auch mal. Sehr gut gespielt. 2000 Punkte Schaden und tschüss. Puff. Autsch. Ja, das war zu viel Liebe für den guten Sam. Ja, 1-0, wa? Yes. Steigen wir mal ins zweite Duell ein, würde ich sagen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was mit Zügen gemeint ist. Ja. Wortwörtlich Züge. Oh ja. Keine Metapher oder irgendwas. Das ist wortwörtlich ein Haufen Züge. Ganz, ganz viel Züge. Ja, mit ganz viel Liebe. Wo war der nochmal letztens drin? Da war ja Liebe auch, oder kommt? Maximum Gold. Eldorado sind die alle in Rare jetzt drin, die ganzen Stimmt. Züge. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwann hattest du mit Robert einen, ein Spoiler-Video gemacht und da hattest du schon gesagt, dass. Genau, die Züge alle drin sein werden. Ja. Ja. Damit ganz viele Leute ganz viele Züge spielen können und die Leute und ihre Freunde damit richtig schön hart ärgern können. Ja, viele Züge hattest du. Also, doch, es hatte schon viele Züge. Also, ich hatte mindestens 3 Züge auf dem. 4 Züge auf dem Feld. Aber vielleicht habe ich noch eine Rückkehr. Ich muss echt. Ich hätte den einen der großen Bossmonster gebraucht, so. Einfach nur, um
Ja. Und die recyceln sich ja selbst, ne? Die drei Trons, ja. Ja. Genau. So, möchtest du jetzt anfangen? Ja. Alles klar. Muss ich. Weil wenn die Züge schon drauf sind, dann wird es schwer, die zu besiegen. Ja, das ist richtig. Da ist der Zug dann meistens abgefahren, wenn man es dann nicht so weit schafft. Okay. Ich spiele als erstes Dreitron Fafnir. Ja. Und kann meiner Hand einer Dreitron Zauber oder Falle hinzufügen. Dann mach das mal. Und ich hole mir... Wo ist sie? Die Nova. Dann aktiviere ich, das reimt sich auf Nova, fast, Notfall. Ist auch ein No drin. No. Und hol mir, jetzt erstmal kurz gucken, was ich mir hole. Jetzt darfst du dir ein Maschinenmonster, das nicht als Normalbeschwörung beschworen werden kann, oder ein Cyberdrachenmonster von deinem Deck suchen. Genau, und das ist Dreitron Alpha, Tuban. Mhm. Ich hätte vielleicht erst machen sollen, bevor ich mische. Dann, ja, das vergisst man immer, ne? Spiele ich Dreitron Nova? Ja, beschwör dir mal ein Dreitron Monster aus deinem Deck. Jawohl. Und das ist... Wo ist sie? Gamma? Mhm. Wir lassen das erstmal noch. Weil es könnte durchaus der Fall sein, dass ich noch ein paar Mal mischen muss. Oder muss man da jedes Mal abheben? Eigentlich theoretisch schon. Weil man es wäre durchaus denkbar, dass ich Effekte von dir unterbinde und du dann dementsprechend nicht mal an dein Deck halt dran musst. Okay. So vom korrekten Ablauf. Machen wir das ganz korrekt. Ja. Okay. Dann aktiviere ich den Effekt von Dreitron Alpha. Mhm. Indem ich ihn als Tribut anbiete. Ja. Wird der gespecial summoned. Zusammen mit einem Ritualmonster aus Ich kann Deck. Mir ein Ritualmonster aus meinem Deck holen. Ja. Das ist. Jetzt muss ich mal damit spielen. Ich habe gerade sonst nichts auf der Hand dafür. Wo bist du? Der Drakoniden. Mhm. Dann, jawohl, spiele ich den Effekt von Dreitron Zeta, indem ich ihn als Tribut anbiete und hole mir einen Zauber. Genau. Ein Meteonis Dreitron. Mhm. Da, ich wollte gerade sagen. Dann. Und dann. Kennt ihr alle wahrscheinlich gar nicht, oder? Na doch, ich glaube ein paar schon. Welcher Film? Hey Mann, wo ist mein Auto? Und dann. Aktiviere ich Gamma. Und wenn du noch einmal und dann sagst. Und dann und dann und dann und dann und dann und dann. Aktiviere den Effekt. Ja. Und hol mir Alpha zurück. Ja. So. Kann man mal machen. Kann man, muss man sogar. Dann überlagere ich die beiden und hol mir Mubeta Fafnir. Mubeta Fafnir. Aktiviere mein Meteonis Dreitron. Jawohl. Zwei Materialien davon abgehangen, um den großen Drakoniden. Den Drakoniden zu holen. Und dann. Und dann, und dann, und dann. Und dann. Beende ich meinen Zug. Also der kann nicht als Ziel für Monstereffekte gewählt werden. Und falls er mit maximal Stufe 2 Monstern als Ritualbeschwörung beschworen wird, kann er alle spezialbeschworenen Monster des Gegners jemals einmal angreifen. Und während meines Spielzuges als Schnelleffekt kannst du Monster vom Friedhof verbannen, deren gemeinsame ATK 2000 oder 4000 entspricht und dann für je 2000 ATK eine offene Karte wählen, die ich kontrolliere und sie auf den Friedhof legen. Ja, Dankeschön. Ich finde den zweiten Effekt gerade schön. Ja. Aber wählen und verbannen, war das?
Auf den Friedhof legen. Nee, ich meine, ja. Kannst Monster von deinem Friedhof verbannen, deren ja. ATK. Ja, also ich muss die echt dann verbannen. Das wirst du wohl oder übel tun müssen, wenn ich die dir zukommen lasse. Ich aktiviere nämlich unterbrochener Kaiju-Schlummer. Das heißt, ich zerstöre erstmal alle Monster auf dem Spielfeld und dann bekommen wir beide jeweils ein Kaiju-Monster aus meinem Deck als Spezialbeschwörung. Und diese beiden Monster müssen kämpfen und können auch nicht in Verteidigungsposition geändert werden. Bye, bye. Einmal schwarzes Loch zum Mitnehmen. Okay. Schwarzes Loch mit Bonuseffekt. Ach, der andere hatte den Effekt, ne? Dass ja, der, dass er nicht von, von Zaubereffekten zerstört wird. Aber auch das mit dem Recyceln, dass zwei, drei Trons dann wiederkommen. Ja, komm, gib mir deinen Kaiju. Ja, ich beschwöre mir aber einen Jisokiro und du bekommst von mir... Ach komm. Einmal den Marcier. Den Gamesiel. Ach, Gamesiel. Gamesiel, den Kajanire Schildkröten. Und du darfst aussuchen, ob in Angriff oder Verteidigung? Die müssen in Angriffsposition. Okay, die müssen in Angriff. Ja, und die müssen auch angreifen und kämpfen, solange sie können. Die dürfen auch nicht in Verteidigungsposition gehen. Aber meiner ist viel schwächer. Ja, das ist ja nur Zweck der ganzen Idee dahinter. Dass du das Schwächere kriegst. Außerdem ist meiner Stufe 10, was wieder für meine Züge schön ist. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Ach komm, ich rufe noch als Normalbeschwörung meinen Triebwagen. Danke. Prinz Keks oder Prinz Sex. Das kann nicht sein, dass ich den schon wieder vergessen habe. Man lernt nur dazu. Ja. Ich achte beim dritten Duell drauf, wenn ich jetzt verloren habe. Ja, ich werde dich jetzt nicht sofort vollkommen zerstören. Ich gehe jetzt mal nur in die Battle-Phase und greife mit Jisokiro einmal den Gamesiel an. Okay. Für 1100 Punkte Schaden. Und dann kommt noch mein Triebwagen Raufbold für 1800 Punkte, die ich besuchen. Ist doch nett, oder? Der ist halt voll auf Krawall gebürstet. Ist halt voll der Raufbold und so. So, Main Phase 2. Werde ich nichts mehr tun, sondern gehe in die Endphase und du bist dran. Komm schon, Herz der Karten. Show me what you got. Herz der Karten ist voll nicht auf meiner Seite. Oh je. Aber so gar nicht. Boah. Was? Oh mein Gott, ich hatte hier auch noch was. Ach genau, den habe ich. Der hat ja, einmal pro Spielzug, falls ein Monster offen als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, solange du ein Dreitron-Monster kontrollierst, du kannst die Stufe des Monsters für den Rest dieses Spielzugs pro 1000 seiner derzeitigen ATK um 1 verringern. Ja, gut, das benutzt man aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das war so oft, ich habe mich gefragt, wofür das ist. So. Brauchst du eigentlich nicht. Nicht in der, also nicht so, wie man es halt spielt. Ja, Dirk, ich habe sehr blöde Karten. Das ist schlecht. Du hast mich komplett... Mit einer Karte zerstört. Ja, tatsächlich sogar. Das ist schlecht. Ich kann nicht recyceln, weil ich dafür kein... Du hast kein Dreitron-Monster oder kein Ritualmonster auf der Hand, dass du für einen der Friedhofseffekte von den Dreitrons... Das geht auch vom Friedhof? Ja klar, steht auch drauf. Die ganzen Dreitron-Viecher können sich auch vom Friedhof beschwören. Jo, dann kann ich doch was recyceln. Das wusste ich doch natürlich. Ich kann den abwerfen, um... Jetzt die Frage. Hephaistos, nein, kannst du nicht. Wenn ich mir jetzt Alpha hole. Durch Alpha kann ich mir ein Monster holen. Ja, ein Ritualmonster. Ja. Hol mir den. Kann mir dann... Ach, jetzt muss ich wieder mischen. Du hebst ab. Mit Gamma, wenn ich den Opfer einen zweiten vom Friedhof holen. Das ist der. Jawohl. Dann spiele ich Meteonis Dreitron. Und hol mir meinen Quadrantiden. Spiele die Karte verdeckt. Ja. Ähm,
Falls die Summe der Stufen der Monster, die du für zwei oder weniger waren, du kannst alle Zauber und Fallen zerstören. Die sind zerstört von dir? Ja, ich habe keine Zauber und Fallen. Ich weiß, trotzdem zerstöre ich ja, die. Ja, sind zerstört. Ja, ist okay. Ist okay. Genau, wenn die zerstört wird, kann ich mir dann wieder die drei Trons zurückholen, ne? Falls diese Ritualbeschwörung der Karte zerstört wird, du kannst drei Tron-Monster von deinem Friedhof beschwören, deren Angriffspunkte genau 4000 entspricht, außer Quarantinen selber. Ja. Genau. Okay. Dann greife ich mit dem dein Kaiju an. Ausgerechnet den Kaiju? Ja, ist okay. Gut, dann bekomme ich 700 Punkte Schaden. Jawohl. Das gefällt mir zwar bedingt, aber das ist okay. Und beende meinen Zug. Alles klar, dann ziehen wir erstmal eine Karte. Oh, da kann man durchaus mit arbeiten. So, als erstes mal nutze ich den Effekt von meinem unterbrochenen Kaiju-Schlummer im Friedhof. Ich darf sie nämlich von dort aus verbannen und mir ein beliebiges Kaiju-Monster von meinem Deck auf die Hand holen. Das heißt, boah, ich dachte... Ach, warte mal ganz kurz, das ist gar nicht gut. Nicht gut für dich. Du kennst doch Gamecil, oder? Ach, ich hatte noch so einen zweiten von. Yep. Gib mich... Warte mal, nicht so, nicht so. Ah, noch nicht? Nicht so. Weil der kann nicht durch Zaubereffekte zerstört werden oder irgendwas. Das, kann nicht als Ziel für Zauber und Karteneffekte. Ach so, wenn er nicht als. Ach so, wenn er nur nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden kann, dann kann ich ja trotzdem meinen unterbrochenen Kaiju-Schlummer aktivieren. Und wieder alle Monster auf dem Spielfeld zerstören und wieder einen Kaiju beschwören. Mhm. Und jetzt kommen dadurch, dass der. Ja, wenn er zerstört wird, darfst du dann anschließend in der neuen Kette darfst du dann deine beiden Dreitron-Monster beschwören. Okay. Aber erstmal kommen die Kaijus aufs Spielfeld. Ja. So, ich bekomme wieder einen Jisukiro und von mir bekommst du wieder einen Gamestil spendiert. So. Die kommen aber wieder auf 100, ja. Entschuldigung. Kein Problem. So, ich habe ein bisschen Angst vor deiner verdeckten Karte, deswegen aktiviere ich mein Habchen Flederwisch und zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten bei dir. Die hätte vorhin schön geholfen, der Meteorschauer. Ja, doch, dezent. Gut, dann gehe ich jetzt mal in die Battlephase. Okay. Und greife mit Jisukiro einmal den Gammes hier, den Kaiju der Meeresschildkröten an, für 1100 Punkte Schaden. Jawohl. So. Dann gehe ich jetzt in die Endphase und dann aktiviert sich der Effekt von Triebwagen Raufbold. Denn wenn er auf den Friedhof gelegt wurde, kann ich mir während der Endphase ein Erde-Maschine-Monster der Stufe 10 von meinem Deck auf die Hand nehmen. Und das würde ich auch gerne tun wollen. Das wird gleich wehtun, wenn ich nichts mache. Das wird so richtig wehtun, wenn du nichts machst. Ich beschwöre, ich suche mir meinen Schwerlastzug der Rekra. So, dann mach mal. Mein Zug? Mhm. Herz der Karten. Das sind deine Züge, aber jetzt ist mein... Aber jetzt dein Zug. Dein Zug gegen meine Züge. Ich spiele Vorbereitung der Riten. Hole mir. Ein Ritualmonster der Stufe 7 oder niedriger und anschließend ein Ritualzauber vom Friedhof. Mhm. Bin ich mal gespannt, was du da jetzt Nettes rausfischt. Benten. Mhm. Ja. Kann man mal machen, ja. Kann man machen und dann hole ich mir... Natürlich das Meteor des Dreitron vom Friedhof zurück. Genau. Klingt fair. Ja, zum Glück. Jetzt muss ich nur überlegen, dass alles klappt, was ich mir gerade vorstelle. Oh, da kannst du jetzt echt eine ganze Menge draus zaubern, würde ich mal behaupten. Ich aktiviere zunächst den Effekt von Dreitron Gamma. Mhm. Und hol mir einen Zeta vom Friedhof. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von Alpha. Ja. Indem ich Beta als Tribut anbiete, um mir einen Ritualmonster zu holen. Ja. Ei, 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 ei.
Heureka. Ich glaube, das ist die einzige, die ich noch brauche dann. Den Rest habe ich auf dem Friedhof. Dann spiele ich Meteones Dreitron. Und hol mir mit Zeta Cyberengel Benten. Ja, kann man machen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Der Chat hat hoffentlich aufgepasst. Ich habe den Effekt von Gamma und Alpha schon benutzt. Genau. Beta kann ich benutzen, aber ich kann ja keine Ritual kein verbanntes Ritualmonster holen. Dann kann man den trotzdem den ersten Effekt machen, oder? Von Beta? Ja. Eines der verbannten Dreitron-Monster auf den Friedhof zurücklegen. Da kannst du alles wieder zurücklegen, was verbannt ist. An Dreitron-Monstern. Also du kannst auch die Ritualmonster wieder zurücklegen, wenn du sie verbannt haben solltest. Ja. Aber muss nicht, ne? Oder muss das gemacht werden, um ach den. So. Das meinte ich. Nee, das ist ein Kann-Teil, also den musst du nicht machen. Okay. Jetzt überlege ich nämlich. Dann aktiviere ich Meteones Dreitron. Ja. Ich verringere seine Lebenspunkte um 1000. Mhm. Seine Angriffspunkte aber ja. Ach, Entschuldigung. Seine Angriffspunkte. Aktiviere dann den Effekt von Beta. Ja. Biete den als Tribut an. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ach nein, jetzt weiß ich's. Ach Gott. Ich wollte Benten als Tribut anbieten. Eigentlich schon, ne? Ja. Ich warte auch nur darauf, dass du Benten irgendwann mal als Tribut anbietest. Ja. Habe ich Zeta schon aktiviert? Noch ich hatte nicht. Den nur Special Summit, ne? Ja. Gut, Glück gehabt, ey. Sonst hätte ich jetzt echt. Dann biete ich Benten als Tribut an, ja, Zeta. Um Zeta zu holen. Ja. Könnte mir ein Ritualzauber auf die Hand holen. Habe ich aber leider nicht mehr. Oder geht das auch vom Friedhof? Nur vom Deck wahrscheinlich. Yep. Ja. Hole mir durch Benten eine Lichtfee-Monster von meinem Deck auf die Hand. Und das ist die Wahrsagerin des Herolds. Mhm. Ich hoffe, jetzt spiele ich das richtig, ne? Dirk. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es geht schon in die richtige Richtung. Die Wahrsagerin des Herolds. Ja. Um ein Herold des Bogenlichts auf den Friedhof zu werfen. Mhm. Und ihre Stufe um 4 zu erhöhen. Dann aktiviert sich der Effekt von Herold des Bogenlichts und du darfst ein Ritualmonster oder Zauber suchen. Eine Ritualfalle fände ich aber witzig. Hätte was. Ja. Ich hole mir 3-6 Idaten. Habe ich die schon benutzt, diesen Zug? Nee, habe ich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Dann spiele ich Meteones Dreitron, ich muss echt überlegen, um Idaten zu holen. Ja, okay. Macht dann eine Xyz. Ja. Warte, falls diese Karte als Ritualbeschwörung beschwören, du kannst deine Hand ein Ritualzauberkarte von deinem Deck oder Friedhof hinzufügen. Nicht vergessen. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, die geht auf den Friedhof, ja, die kommt auf meine Hand. Ja. Und dann kommt die Beatrix, ewige Dame. Ja. Dann wird eine Karte abgehangen, um eine Karte von meinem Deck auf den Friedhof zu werfen. Oi. Das ist Send. Eva. Mhm. Dann aktivierst du den Effekt von Eva, verbannst genau. Zwei andere Feen. Was da, das dann sein Idaten wahrscheinlich. Genau. Und der Herold ist. Ja. Bogenlicht. Gut. Und dann darfst du wieder zwei Fehlen der Stufe 2 oder niedriger aus deinem Deck suchen. Ja, ach, stimmt. Das ist die und der. Ja. Hm.
Da ist Böses im Busch. Mhm. Und das hat eine Schaffnermütze auf. Da ist Böses im Zug. Ja. Die konnte ich nicht vom Friedhof einfach beschwören, oder? Mit Meteonis Dreitron. Der kann auch Monster vom Friedhof Ritual beschwören. Okay. Genau, das Böse. Auf Gleisen. Dann mache ich das einmal. Meteonis Dreitron. Ja. Und hol mir den... Wo ist der? Der mit dem Quick-Effekt. Ich finde den gerade nicht. Den hast du noch nicht rausgesucht. Und doch, da ist er. Bin ich gerade blind? Da ist der mit dem Schnelleffekt. Ach, da steht Schnelleffekt. Boah, das ist echt so klein. Die beiden. Zu viel Text. Ja. Und aktivier den Effekt. 2000 oder 4000. Ich brauche ja nur 2000. Mhm. Um den dann zu zerstören. Mein armer Kaiju. Das ist nicht nett. Dann gehe ich rüber in die Battle-Phase. Ja. Und greife dich mit 4000 an. Autsch. Und mit 2500. Das ist auch Autsch. Warte mal, das müsste doch theoretisch klappen. Kann man Ritualmonster als Tribut für eine Ritualbeschwörung? I like that. Dann aktivieren. Ne, das kann ich nicht. Ich hab's schon einmal aktiviert. Ja, den Recycle-Effekt hast du schon. Ja, dann bist du. Dann zieh ich erstmal eine Karte. Ja gut, die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht in diesem Spielzug. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. So, dann möchte ich als erstes mal dein Meteornis Draconin als Tribut anbieten für den Gammeseed, den ich auch vorhin noch gesucht hatte. Mach den mal weg da. Bye, bye. Tschüss, Draconin. So, dann nutze ich noch den Effekt von meinem zweiten Kaiju-Schlummer im Friedhof und suche mir einen weiteren Kaiju aus meinem Deck. Ja, Sane sagt das gerade. Bruh. So. Wir nehmen sein Monster und schieben es einfach auf den Friedhof. Richtig. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Nachtexpress-Ritter. Den darf ich an unserem Tribut normal beschwören und darf hat aber 0 Angriffspunkte. Dann, weil ich jetzt ein Erde-Maschine-Monster beschworen habe, aktiviere ich den Effekt von Schwerlastzug Derrykran. Ich würde ihn gerne mit halber Angriffs- und Verteidigungspunkte als Spezialbeschwörung beschwören wollen. Möchtest du darauf reagieren? Ja. Dann tu es. Annulliert und zerstört. Okay, gut. Ich darf das doch auch so machen, ne? Darfst du auch. Mach ich. Okay. Ist okay. Weil du ein Kaiju-Monster kontrollierst, darf ich meinen Jisokiro, den sternzerstörenden Kaiju, als Spezialbeschwörung beschwören. Ist das nicht toll? Du hast mich gebaitet. Das war so richtig hart. Ich überlagere meine beiden Monster. Aber der hatte doch auch... Stufe 10, ja. Ja. Ich rufe Superkanonenpanzerzug. Oder wie er im Englischen heißt, Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max. Ich aktiviere seinen Effekt. Ich hänge mal ein Material von ihm ab und füge dir mal 2000 Punkte Schaden zu. Einfach mal, weil es geht. Puff! Es wird Zeit. Some, I don't feel so good. Ja. Und weil der gute Yamilitram jetzt auch mal anwesend ist und mal mithören kann. Großer Zug der Reisewelt. Höre den Ruf aus der Bahnhofswelt. Fahre aus dem Extradeck hervor. Ich brauche dich schnell. Bring mir den Sieg in diesem Duell. Überzieh die Gleise mit deinem Glühen und lass deinen heißen Dampf auf meinen Feindchen niedergehen. Erscheine in diesem Schattenspiel und bring mir den Sieg. Mit dir zu siegen ist. Bring mir den Sieg in diesem Spiel. Mit dir zu siegen ist mein Ziel. Superkanonen, Panzerzug, Juggernaut, Liebe. Und ich habe noch eine wunderschöne Karte für dich auf meiner Hand und die nutze ich jetzt auch mal. Ich aktiviere Exis Import. Mit ihr werde ich ein Exis-Monster, das ich kontrolliere, und ein Monster, das du kontrollierst,
und das wenige oder gleich viele Angriffspunkte wie mein Monster hat. Und dann darf ich mir dein Monster als Material an mein Monster dranhängen. Und ich möchte ganz gerne einmal deine Beatrice übernehmen. Mit Material? Ohne Material. Das geht auf den Friedhof. Schön, oder? Ich wusste, ich hätte den Herold holen sollen. Hättest du es mal getan. Jetzt aktiviere ich den Effekt von meinem Superkanonen-Panzerzug Juggernaut Liebe. Ich hänge ein Exis-Material ab und erhöhe seine Angriffspunkte nochmal um 2000. Das heißt, er hat 6000. 6000 und darf drei Monster angreifen. Es reicht, wenn du dein eigenes Monster angreifst. Das ist vollkommen richtig. Deswegen gehe ich jetzt in die Battle-Phase und verteile mächtig viel Liebe. Juggernaut Liebe, Angriff gegen Gamesiel. Bam! Das reduziere seine Lebenspunkte auf 0. Puff! War das schon das dritte Duell? Ich glaube irgendwie nicht so, ne? Nee, noch nicht. Das war das zweite, auch wenn das so lange ging. Na dann, wollen wir mal schnell ins dritte Duell einsteigen, ne? Jawohl. Oi, ey. Da macht, egal was ich da gemacht habe, diese Kaijus, ja. Jedes Mal das Neue. Ja, Kaijus und ganz viel Liebe. Oh ja. Die Liebe hat's mir angetan. Aber so richtig. Ich verteile Liebe mit fetten Kanonen. Dann hörst du es. Wenn du jetzt verlierst, Döner auf deinen Nacken. Heute Abend bin dabei. Ja. Dampflok Gott Yami Dirk von Schrödinger. Und Sake to Sake, ja, das sind Kosten, die man bezahlen muss. Die kriegt man auch nicht umgangen. Love is in the air. Ja. Ja. Obwohl, der heißt tatsächlich wirklich nicht Love, sondern Liebe, ne? Ja, der ist auch im Englischen. Juggernaut Liebe heißt der auch im Englischen. Kommt aus, der Kriegszeit. Richtig. Genauso wie der Gustav Max. Der genau. Ist auch ein Panzerzugmodell. War ja Zweiter Weltkrieg, ne? Ja. Genau. Richtig. Da kommt der Pain Train mit deinem Deck und fährt Schlitten. Drittes Mal beginnen und drittes Mal auf den Sack bekommen von Kaijus? Mach du mal. Okay, dann fange ich mal an. Fang mal an. Dann fange ich mal an. Oh. Oh, das ist eigentlich auch witzig, mal so anzufangen. Ich normalbeschwöre meinen Triebwagen Raufbold. Ich kann einmal pro Spielzug dir 500 Punkte Schaden zufügen. Dafür darf ich in dem Spielzug keine Battlephase durchführen, was im ersten Spielzug aber vollkommen weit ist, weil ich sowieso keine habe. Und während der Endphase, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, darf ich mir ein Erde-Maschine-Monster der Stufe 10 vom Deck auf die Hand nehmen. Ich lege aber jetzt auch einfach nur eine Karte verdeckt ab. Und dann lasse ich dich mal. Und dann will ich mal gucken, was du so daraus machst. Ich bin mal gespannt. Schön. Auf die Reaktion habe ich gewartet. Dieses Verunsicherte. Ah. It's a trap. Maybe. Drei Tronova? Ja. Beschwören wir was. Um Zeta zu holen. Dann. Ich bin komplett blind, oder? Das war jetzt nicht so schlau. hinterher ist man immer schlauer. Aktiviere ich den Effekt von 3 Tonnen Zeta. Schmeiß die ab. Um noch einen Zeta zu rufen. Ja, kann man mal machen. Ich wollte einen Alpha holen. Ja. Nein, ich habe nicht gesehen, dass ich einen Zeta auf der Hand habe. Ich habe Beta gelesen. Ach, schade. Ist so, okay, alles klar. Beziehungsweise ich habe nur dieses Eta gelesen. Ja, zwischen Zeta und Beta ist ein minimaler Unterschied. Aber das stimmt. Ich als Physiker sollte das wissen. Ja, als Astronaut. Ne? Wir sind ja per se Physiker. Das stimmt ja auch. Ja. Dann spiele ich Meteonis Dreitron. Ja. Und beschwört den Drakoniden. Genau, den Drakoniden, der von Monstereffekten nicht als Ziel gewählt werden kann. Mhm. Das finde ich aber vollkommen in Ordnung, weil dann kann ich jetzt folgende Karte aktivieren. Meine EMS,
mein elektromagnetischer Strahl. Ich biete ein Maschinenmonster als Tribut an und für jede 1000 Angriffspunkte, die mein Monster hat, kann ich eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Ich biete meinen Triebwagen-Raufbord als Tribut und möchte gerne einen Drakoniden einmal zerstören. Und hat's Peng gemacht. Einfach mal. Puff. Ich beende. Okay. Ups. Ich zieh meine Karte. Mist, jetzt habe ich verpennt. Egal. So kann man es natürlich auch machen. Ich aktiviere Wiedergeburt. Ich hätte gerne mal dann den Drakoniden für eine Weile ausgeliehen. Das geht? Das geht. Du hast ihn ein Ritual beschworen, also von daher. Darf ich ihn noch wieder... Was? Ich packe mir sowas von eine Wiedergeburt in dieses Deck. Ja, Ritualmonster, wenn sie korrekt beschworen worden sind, dürfen auch einfach wiedergebelebt werden. Ja, sowas wie Chaos Max oder so darf man ja leider nicht. Weil der steht nur... Genau, der darf halt nur Ritual beschworen werden, das sagt er auch explizit. Mhm. Ja. Mhm. Schade, dich ganz erledigen kann ich jetzt noch nicht. Das ist aber okay, ich gehe mal in die Battle-Phase. Ich greife dich mit drei Traumetiones Drakoniden einmal direkt an. Ja. Für 4000 Punkte Schaden. Diese 4000 würde ich gerne dir reindrücken, aber anscheinend werden die mir gerade reingedrückt. Ja, die werden dir gerade nicht so ganz gegönnt. Nipp. Ja. Wäre ich dann dran? Ja, ich denke schon. Mach mal. Ich spiele die Wahrsagerin des Herolds. Ach, hat er tatsächlich auf der Hand, ey. Indem ich Herold des Bogenlichts auf den Friedhof werfe und kann mir ein Ritualzauber oder ein Ritualmonster auf meine Hand holen. Danke dem Herold des Bogenlichts. Genau. Correcto mundo. Und das ist... Wie kriege ich den denn jetzt los? Durch seinen Bruder. Schade, dass ich jetzt keine Monster mit 2000 Angriffspunkten genau im Friedhof habe. Oh ja. Das wäre bitter gewesen. Das stimmt. Ich muss den, glaube ich, holen, aber kriege ich den überhaupt beschworen? Das ist die andere Frage. Ich muss es versuchen. Es wird nicht klappen. Ich bin blöd. Ich hätte die Idaten holen müssen. Genau, die Zauberkarte erlaubt es mir, ein Dreitron-Monster auf meinem, in meinem Friedhof zu wählen. Und es der Hand hinzuzufügen. Genau. Ja. Das ist einmal Zeta. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von Zeta, indem ich die Karte hier abschmeiße. Mhm. Ja, ich hätte mir echt eine andere Karte holen sollen. Ja, wie gesagt, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Ja. Man lernt, man lernt. Hol mir Meteonis Dreitron. Mhm. Ich habe auch die einzige Karte gezogen, die ich nicht ziehen wollte, genau. Den orangen Herold. Nee, noch schlimmer. Noch schlimmer, oha. Mhm. Welche wären noch schlimmer? Nicht Adam, sondern... Eva. Ja. ja, die will man auch nicht ziehen. Ja, ja, das war... Ach, ich habe die in Angriff gespielt. Ja, muss es muss ja. Ich ja auch, verdammt. Oder schreit nach einem Pain Train. Okay, ich kann nichts machen. Das ist bitter. Das ist hier noch viel bitterer, aber das ist okay. Ach Mann, ich würde es gerne beenden. Okay. Aber... Geht noch nicht? Geht noch. Geht noch nicht. Ah, okay. Es geht einfach noch nicht. Gut, dann gehen wir aber ganz stumpf in die Battle-Phase und greifen die Wahrsagerin des Herolds einfach mal an. Für 3500 Punkte Schaden. Eieieiei. Das zeckt ein bisschen.
Die letzte oder vorletzte Chance für mich, beendest du? Ja. Oh, doch, das macht Sinn. Oh, das ist vielleicht wirklich schlau. Ich spiele drei Tronova. Ja. Hole mir einen. Schokolade haben wir, am Spielen sind wir auch. Spannung haben wir auch. Passt. Gamma. Mhm. Mhm. Aktiviere gar nichts. Hole mir Mubeta Fafnir. Ja, ich mag den. Der ist cool. Der hat das Deck so richtig stark gemacht. Ja. Möchtest du seinen Beschwörungseffekt aktivieren? Oh ja, stimmt. Oh, gut, dass du das sagst. Hast du jetzt gut gemacht. Oh Gott. Ja, das ist, weil das der zweite Effekt ist. Ne? Das, normalerweise macht man das immer am Anfang, aber hier ist es jetzt wirklich so lang. Ja. So, wenn ich diese... Jetzt kann ich das erste Mal... Wenn... Du kannst eine Dreitronkarte von deinem Friedhof... von deinem Deck auf den Friedhof legen. So. Machen wir dann mal auch, oder? Können wir erstmal machen, ja. Und zwar, wir haben, uns fehlt Alpha auf dem Friedhof oder Delta. Mit Delta konnte ich eine ziehen, ne? Dann nehmen wir mal. Alpha. Mhm. Okay. Muss kurz noch was gucken. Dann spiele ich Meteonis Dreitron. Ja. Und hole mir den großen Bruder von Draconin, nämlich den Quarantin, zurück. Genau. Und. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich diese Karte, die ich die ganze Zeit auf der Hand habe, auf dem Friedhof bekomme, ne? Damit ich irgendwas machen kann, was das angeht. Tja. Deswegen spielt man normalerweise auch ein Linkuribo noch in dem Extra-Deck, damit man sowas noch weglinken kann. Stimmt. Mhm. Da dürfen wir leider nur nicht, weil Linkuribo dann nichts mit dem Deck zu tun hat, so in dem Extra, in dem Extra-Deck. Leider, leider. Genau, dann. Der kann ja nur jetzt diese Zauber und Fallen zerstören, aber hast du ja nicht. Nicht wirklich. Zumindest ist gerade nicht so viel bei mir vorhanden. Dann greifen wir uns mal an. Gut, dann werden beide zerstört. Dann kann, falls diese ritualbeschworene Karte zerstört wird, du kannst zwei Dreitron-Monster von deinem... Das ist ja voll unfair. Was? Quatsch. Unfair. So. Dann aktiviere ich noch nicht. Ich greife dich noch an mit 2000. Haha. Das lernt dazu mit dem Deck. Mainphase 2. Ich hole mir Alpha vom Friedhof. Ja. Indem ich Zeta tributiere. Mhm. Und suchst du dann noch ein Ritualmonster? Oh, suche mir ein Ritualmonster. Mhm. Das ist... Oh, entweder den oder den. Wer kann, was kann der nochmal? So Zeug. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe was. Ja. Ich muss was überlegen. Nein, ich habe ja Alpha schon benutzt. Nee, ich muss... Ich muss den Herold holen. Weil nachher ist es wieder so, dass ich den Herold gebraucht hätte, aber den nicht spielen konnte. Ne? Und dann sitze ich da. So.
Dann aktiviere ich den Effekt von Meteones Dreitron. Ja, reduzierst die Punkte von einem Dreitron-Monster um 1000 und nimmst sie auf die Hand zurück. Genau. Mhm. Aktiviere Meteones Dreitron. Mhm. Und spiel den Herold der Endgültigkeit. Ja, kann man mal machen. Und dann beende ich meinen Zug. Spannend, aber ist okay. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ich habe voll vergessen, dass da wieder Kaijus sind. Ja, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Oh. Okay, wie machen wir das? Da. Das bringt mir nichts. Das genauso wenig. Das wäre witzig gewesen eigentlich, aber nein. Das bringt mir auch nichts. Schwierige Situation. Das Problem ist, wenn ich jetzt nichts mache, dann tötest du mich einfach. Der Herold der Endgültigkeit kann ja alles annullieren. Ne? Monster, Zauber und Fallenkarten, indem du eine Fee abwirfst. Ne? Genau. Mhm. Frage ist, kriege ich den jetzt irgendwie vom Feld? Das wäre ja zu wünschen. Stimmt, kann ich einen Kaiju annullieren? Nein, das ist eine Beschwörung, die kannst du nicht annullieren. Also vor allem geht der Monster ja schon als Kosten für die Tribut, also für diese Spezialbeschwörung schon auf dem Friedhof. Also das ist auch kein aktivierter Effekt oder ähnliches. Deswegen kann der Herold dagegen nichts tun. Aber ich kann eine Beschwörung annullieren. Nee, auch nicht. Ist ja auch kein aktivierter Effekt. Das ist voll... Also so ein Solemn Judgment könnte das nicht? Nein, ist ja auch sowieso eine Konterfalle. Von daher, gegen Konterfallen kannst du ja auch nichts machen. Also alle aktivierten Effekte, die kann der Hero zwar annullieren, aber eine normale Beschwörung oder so, okay. das geht halt nicht. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Du hast da... Wobei müsste ich. Der annulliert unzerstört, ne? Mhm. Ich könnte natürlich darauf hoffen, noch einen Zug zu überleben. Ich muss irgendwie jedes Mal, wenn ein Zug gesagt wird, an meine Züge denken. Ja, tata. Muss ich so machen. Ich aktiviere kein dunkler Herrscher mehr. Mit dieser Zauberkarte annulliere ich die Effekte von allen Monstern, die du gerade kontrollierst und dafür bekommst du auch für den Rest des Spielzuges keinen Schaden. Außerdem kannst du nicht mit Monstereffekten auf die Aktivierung dieser Karte reagieren. Das heißt, dein Herold ist dagegen nutzlos. So. Dann rufe ich jetzt als Normalbeschwörung meinen fliegenden Pegasus-Zug. Der gute Kollege kann Folgendes. Wenn er nämlich beschworen wird als Normal- oder Spezialbeschwörung, darf ich ein Erde-Maschine-Monster in meinem Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Und zwar in Verteidigungsposition. Und seine Effekte sind annulliert. Das annulliere ich. Nein. Doch. Oh. Verdammt. Why you do this to me? Sorry. Du mischst mir das Monster sogar noch ins Deck zurück. Aber geht's noch? Das ist nicht nett. Entschuldigung. Das ist okay. Das war das Einzige, was ich da machen konnte in dem Moment. Ah. Okay. Ja, dann werde ich einfach mal zwei Karten verdeckt setzen. Und dann an euch abgeben. Ist das wirklich wahr? Offensichtlich. Sind das... Das sind 5000? Ach, warte. Sei schlau, Samet. So. Sam, jetzt ganz, ganz schlau spielen. Ich aktiviere den Effekt. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Ich kann ja sogar noch mehr machen. That main game is that place, that place. Erst Zeta, indem ich... Ja. Alpha...
Als Tributanbieter? Als Tributanbieter, ja. Ich habe nur ganz kurz überlegt. Das Blöde ist, ich habe wirklich nur zweimal Meteonis Dreitron im Deck und die sind zweimal auf dem Friedhof. Das heißt, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Naja, gut, es ist ja nicht so, dass sie sich nicht selber recyceln könnten oder so, aber hey, whatever. Außer, dass ich der... Jetzt weiß ich, was du meinst. Dankeschön! Eins runter, Meteonis Dreitron auf die Hand. Ja, bitteschön. Aber das hätte ich doch auch mit dem anderen machen können, ne? Ja, klar, der hätte doch 1000 Punkte gehabt, also von daher. Dann hole ich mir mit... Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bräuchte nur noch Gamma. Ja. Und kann mir Alpha wiederholen. Ja. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt nochmal eine Ritualbeschwörung machen. Theoretisch. Damit ich genug Angriff habe. Und das mache ich auch. Und jetzt brauche ich nur noch den, der alle Zauber- und Fallenkarten zerstört. Mhm. Und zwar ist das... Der Quarantiden. Der genau. Der Quadrantiden. Und alle Zauber- und Fallenkarten sind zerstört. Das ist sehr belastend. Aber ist okay. Und dann greife ich dich mit 8000 an. Ja, den Schaden nehme ich auch in voller Härte. Von daher kannst du wenigstens noch einen Ehrensieg rausholen. Ach. Nochmal das Metadeck schlechthin kurz verteidigt. Ein bisschen. Es lernt sich irgendwann. Das ist ja auch das Wichtigste. Man lernt einfach aus Fehlern, dass man zum Beispiel dreimal gebraucht hat, um Fafnir und dann auch noch beim dritten Mal mit einem Hinweis einfach den Effekt zu aktivieren. Aber ja. Hey, dafür ist unser Stream auch da. Man kann Sachen lernen, man kann ein bisschen sich verbessern. Von daher, Dankeschön fürs Zuschauen beim letzten und dritten Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Danke, Icehem, dass du auch wieder schön hier am Start warst und uns wieder ein bisschen mit coolen Duellen noch unterhalten hast. Jawohl. Und auch die Rap-Einlagen zwischendrin. Falls ihr Deckprofile sehen wollt, cardcluster.de, Blue Dragon für meine Deckprofile und Icehem selber hat natürlich auch ein Cardcluster-Profil. Schaut mal rein, falls euch die Decks interessieren. Liken und abonnieren nicht vergessen, falls euch die Duelle gefallen haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Quarantäne-Stream. Nächsten Samstag, 14 Uhr, twitch.tv/trader-online-Video. Wieder bis dann. Genau, wiederhören.